Ich erarbeite eine Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zur Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020. Das ist ein Schlüsselthema für den Ausschuss der Regionen. Alle Regionen sind von den europäischen Strukturfonds betroffen. Alle Regionen machen im Augenblick Erfahrungen mit in dieser Periode. Und wir wollen aus diesen Erfahrungen Schlüsse ziehen für eine bessere Kohäsionspolitik nach 2020 in der Zukunft. Der Großteil der Strukturfondsmittel wird in den Städten und Regionen Europas ausgegeben für Investitionen, für Infrastruktur, für Wachstum, für Ausbildung und so weiter. Da wir die Nutzer der Fonds sind, sind wir auch am stärksten interessiert daran, mitzubestimmen, wie die Regeln sind, unter denen die Fonds benutzt werden. Und darum geht es im Wesentlichen in dieser Stellungnahme. Sachsen-Anhalt ist eine ostdeutsche Region, die 1990 nach der deutschen Wiedervereinigung bei etwa 50% des Durchschnitts-BIP der Europäischen Union begann. Mit Hilfe der Strukturfonds ist es uns gelungen, heute nach 26 Jahren bei knapp 90% angekommen zu sein. Das heißt, ohne die Strukturfonds hätten wir uns niemals so entwickelt. Und so geht es vielen Regionen in Europa, die alle dafür kämpfen, dass wir auch in Zukunft eine starke Regionalpolitik haben.